Restlichen Booster auch noch öffnen. Weil, ja, in jedem dritten, ne? Ja. Ich habe einfach die falsche Seite ausgewählt. Ja. Nee, ist cool. Ich freue mich ja. Ich meine, wir haben uns das ja auch zusammen gekauft. Das ist ja unser gemeinsames Hobby. Und dann darf ich nicht mal das Dianzi haben. Ja? Nein, weil das alles in einen Ordner kommt, wo die Karten gesammelt werden. Also, dann geht's relativ schnell weiter. Wir haben hier Tyrakrok, wir haben wieder Tiano, den zweiten Robo zum Spielen, Kanimani. Ja, so wie dazu, Habitak. Oh, cool. Davon, den hatten wir aber schon mal. Aber man braucht immer ein paar mehr, das ist schön. Litleo. Jetzt haben wir ihn auch in Reverse Holo, den kleinen. Und jawoll, Bronzong. Unglaublich coole Karte. Leute, die das Spiel schon etwas länger spielen, kennen das noch von den E-Electric Decks. Der hatte nämlich dieselbe Ability, und zwar kann man einmal pro Runde eine Energiekarte, in dem Fall eine Stahlenergiekarte, vom Ablagestapel nehmen und auf ein Bank-Pokémon anlegen. Das heißt, wir versuchen natürlich, die Energie in den Ablagestapel zu kriegen und dann mehr Energie pro Zug effektiv reinzukriegen, wenn wir mehrere von diesen Bronzongs spielen. Also sehr coole Karte, freut mich, dass ich jetzt wenigstens einen schon mal gezogen habe. Mal schauen, ob in diesem Dianzi-Pack noch einer versteckt ist. Weil das ist so ungefähr die schnellste Möglichkeit, ein Stahldeck auch mächtig zu kriegen, wenn man viele Energiekarten auf einmal spielen oder wieder zurück ins Spiel holen kann. Jawoll. Dann passend zu unseren Gengar, die wir da hinten sehen können, haben wir hier noch eine Mystery Energy. Und diese sagt, sie kann nur an ein Psycho-Pokémon angelegt werden. Diese Energie versorgt sie mit einer Psycho-Energie. Und die Rückzugskosten werden um 2 reduziert. Wenn wir mal gucken, Gengar hat in seiner Megaform eine. Mit dieser hätte er keine Rückzugskosten. Zum Beispiel. Oder Mewtwo. Oder Mewtwo. Dann haben wir hier Gengar Spirit Link, also für unseren Kollegen. Ui! Der ist grimmig geworden, der Junge. Boah, 4 Wasserenergie, Krabhammer macht 100 Schaden. Das ist heftig, aber es lohnt sich fast nicht. Nee, da gibt's stärkere Freunde. Also, haben wir noch Pumpkaboo, Litleo. Eigentlich müssten wir auch noch jetzt einen Pyro ziehen, weil den gibt's ja auch in dem 19. Stimmt, ja, der war noch gar nicht dabei. Swirlix, Zubat, den Trickcoin, Reverse Holo. Jetzt da. Mega Manatric EX. Geiler Reis. Jetzt hast du auch endlich mal Glück. Jetzt habe ich auch endlich mal Glück. Also, Leute, ihr seht, hier haben wir schon 3 Versionen der neuen Mega-Pokémon. Fehlt jetzt theoretisch noch die Secret-Rare-Version von ihm. Und dann kann ich in Ruhe mir das nächste Booster-Pack bestellen und mehr Karten sammeln. Haben wir denn das Geld jetzt schon wieder drin mit den Karten, die wir gezogen haben? Also, wenn wir die Karten verkaufen würden, hätten wir schon wieder einen Großteil des Geldes drin. Denn diese Karten hier sind schon einiges wert. So, dann Lampent haben wir hier mal wieder. Auch mit der Night March Attack, wenn mir die Kamera den Gefallen tun würde, könnte ich es euch auch besser zeigen. Moment, machen wir mal manuell nachgedrückt. Geht das? Nee. Egal, die hatten wir ja schon. Dann nochmal den verrückten Hund. Oh ja, Trump Card nochmal. Jetzt haben wir 2 davon. Karablast, Dino. Gligar, Litwick, Yanma. Die schaut extrem cool aus. Sehr cool. Also Jet Shoot 120. Nicht schlecht. Jeder Schaden, der dir danach zugefügt wird, wird um 40 reduziert. Das ist nicht schlecht. Und Acrobatics sagt, du darfst 2 Münzen werfen. Für jedes Mal Kopf macht es 30 Schaden extra. Macht aber schon für eine 30 Schaden. Ja, ist in Ordnung. Kann Stärkeres geben, aber es passt. Und Maitina. Haben jetzt auch, glaube ich, schon 3 Stück von ihm, ne? Hm. Schon ein paar mehr. So, ich mache noch eins, weil ich gerade einfach Bock drauf habe. Ja, komm. Du hast schon so coole Karten gezogen. Du hast ja beide Gengar EX gezogen, oder? Ja. Und was habe ich gezogen? Ich habe das Mega Manatrix. Also, next one. Swadloon. Das ist ein dreinblickendes Vieh. Ja, das ist echt komisch. Shea ist nett. Oh ja, Enhanced Hammer ist wieder im Spiel. Es gab es, glaube ich, schon. Ich weiß nicht, in welchem Set das war. Ist aber jetzt nicht mehr im offiziellen Format. Jetzt haben sie es nochmal neu aufgelegt. Und ehrlich gesagt, heute werden viele Special Energies gespielt, wie eben die Mystery Energy. Wir haben die Strong Energy, die Doppelfarblos Energie. Dann haben wir noch die Plasma Energie. Also es gibt viele, viele Karten.
Und diese Karte könnte richtig böse im neuen Spiel kommen. Dann haben wir Ibitak, die gewohnten, üblichen Verdächtigen, Kanimani, na gut. Oh ja, ich nehme lieber die. Und damit hat sie auch da. Oh, das ging aber schnell. haben wir einmal Chanera und dieses Nette. Jetzt bin ich wieder dran. Ja, du darfst. Ja, viele Packs. Wie viele haben wir denn noch ungefähr? Ungefähr 18. Haben wir schon noch einiges vor uns. Die Hälfte ist also geschafft. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, weil wir ja doch nicht mehr ganz so viel Zeit haben. Die hatten wir jetzt ja alle schon. Barnaby, Fischling. Ein Litwick in Reverse. Okay, nichts, den haben wir schon nichts groß Besonderes. Ja, geht aber auch schlimmer. Alles klar. So, nächstes Booster. Bin ich mal gespannt. Endlich mal der Große. Oh, den haben wir noch nicht gehabt, ne? Enhanced Hammer, Shauna. Sehr gut. Karablast. Das sind immer die gleichen, wirklich. Ja, es sind 120 Karten, glaube ich, oder 119 Karten. Genau, den wollte ich jetzt in Reverse haben. Ja, den Großen. Dann haben wir auch Hytera mal dabei. Kann nicht? Der was Besonderes? Naja, aber ja, komm, das ist... Er kann viel Energie verbrauchen. Ja. Aber das brauchen wir nicht. Okay, next one. Das ist wieder die Nummer 3. Und die Nummer 3 heißt bei dir... Jetzt komm, wenn du es jetzt ankündigst, dann geht's bestimmt nicht. Doch, dann geht's bestimmt gut. Du ziehst jetzt bestimmt ein Manectric EX Full Art. Das wäre nämlich echt cool. Ein Battle Compressor. Okay, cool. Was heißt denn eigentlich dieser Kommentar Team Flare Gear hier? Das ist dasselbe, das ist einfach nur, weil es eine neue Serie von Energiekarten oder von Itemkarten ist. Das ist so ein Tool von dem Team Flare, was auch im X- und Y-Spiel gegen uns gekämpft hat. Mhm, okay. Genauso wie Team Rocket früher. Ja. Gilliger, Finian, ja, kannst du durch. Swirlix, Murkrow. Zubat. Oh Gott, ja, tatsächlich. Ich flipp aus. Ey, was ist denn hier los? Ich glaube, ich mache jetzt die letzten nur noch auf. Ja, hau rein. Ja, das ist ja krass. Auch in Full Art haben wir Florges EX. So, wenn der Fokus endlich mal mitspielt, tu die Karte mal ein bisschen nach hinten. Nee, nach hinten. Und... Ja, mag ich nicht. Aber es ist schön gemacht. Also die Farben sind echt schön geworden bei der Karte. Viele sagen zwar, dass sie spielerisch eher nicht so toll ist, aber das Design ist trotzdem schön geworden, würde ich sagen. Ja, super. Also, du tütest ein. Ich starte meine nächste Runde. Also, Aggieslash ist vorne drauf. Dann hoffe ich auch, dass Aggieslash mit drin ist. Also, ihr seht schon, hier baut sich ein bisschen was auf. Ich räume mal hier ein bisschen auf. Ne? Ja, schmeiß einfach die Hälfte weg. Eigentlich kannst du nur die ganzen EX... Ich lass mal die richtig cool noch da. Genau, machen wir das so. Dann können wir sie auch nach da vorne legen. Dann seht ihr gleich, was hier eigentlich alles passiert ist mit freundlicher Unterstützung meiner Freundin. Da ging einiges jetzt am Schluss noch. So, Kartentrick. Dann haben wir hier wieder unseren Kollegen, der im Spiel auch echt eher mysteriös erschien. Ich weiß nicht, wer von euch alles das... DS-Spiel gespielt hat. Er war eher so dieser große Mann, der so ein bisschen Angst verbreitet hat, wenn man ihn gesehen hat. Aber er hat die Geschichte war voll traurig. Die Geschichte war sehr traurig. Also wenn ihr es noch nicht gespielt habt, kauft's euch. Es ist echt ein gutes Spiel geworden. Und dann wieder zu den Drachen. Haben wir Manectric Spiritlink, Muna, Fletchling, Finian, Litleo. Es wird immer noch Zeit für ein Pyro. Murkrow, Kirafari. Also die ist echt nicht schön geworden. Und... Endlich Hydreigon! Mal Dark awesome. Dark Impulse. Schaut aus, als würde er durch Gummibären oder so durchs Candyland fliegen. Du darfst halt jeden Zug eine Dunkelenergie an das aktive Pokémon anlegen. Ja, heftig. Also zusätzlich quasi. Vom Discard Pile, ja. Man muss halt welche am Discard Pile. From your Discard Pile. Nicht schlecht. Also da haben wir dann, das kann man dann cool spielen mit dem Battle Compressor. Da haben wir gesagt, man kann sich drei Karten aus dem Deck suchen. Und auf den Discard-Pile liegen.
Und hier könnten wir mit Hydreigon auch die Karte wieder zurückholen. Also, sehr coole Karte. Wir haben auch genug Vorentwicklungen, um ihn theoretisch spielen zu können. Nur mal schauen, ob wir das wollen. Also, ich warte immer noch auf meinen Dialga, auf meinen Aggieslash, auf meine Bronzongs, Pyroar. Es sind noch einige Karten, die fehlen. Der Rest ist eigentlich bekannt. Baldur VS Seeker. Joltik hier eben auch wieder mit Nightmarch. Dedenne. Helioptile. Kingler, nochmal ein Reverse und... Ja, krass. Jawohl. Du hast gerade noch seine Geschichte erzählt. Und jetzt sagt er mir, Leute, ich will euch mehr zeigen. Also zeige ich euch meine Full-Art-Version. Also, wir haben voll den Run, Mann. Das ist ja echt gut. Wir haben hier schon drei Full-Art. Wir haben schon mal Booster aufgemacht, da waren nur zwei Full-Art drin. Oder wenn überhaupt nur eine vielleicht. Ja, wir hatten schon schlechtere Displays. Also. Ja.